Patrons TV. Das erste Mal muss ich sind selber dabei haben, weil ich muss so viele Sachen sagen. Es ist nein, nicht wegen dir. Weil wir mittlerweile aus allen nicht verplotzen. Nein. Ich möchte euch recht herzlich willkommen zum ersten Meisterschaftsspiel, zum ersten Heimspiel. Für die, die das erste Mal da sind, nicht aufstrecken, in Ordnung. Die begrüße ich ganz herzlich, alle neuen Mitglieder. Der Marco oder der Massimo kommen vor jedem Match und geben uns einen kurzen Einblick gewähren, was innerhalb der Mannschaft abläuft. Massimo nicht mehr. Ja, Entschuldigung, ob es jetzt dann halt mal einen Notfall gibt, das wissen wir ja nicht, hoffen wir es nicht, dass es ein Notfall ist, aber der Marco Bernhard kennen die meisten. Marco Bernhard war früher für das Projekt Letzi Kids zuständig, ist immer noch involviert, habe ich gesehen letzte Woche. Also ist immer noch dort zum Teil. Wie stark, das weiß ich nicht, das kann er euch vielleicht dann in einer zweiten Phase noch mal sagen. Aber das Wichtige ist eigentlich, dass der Marco die Gönnervereinigung da von Anfang an mitbegleitet hat. Weil wir sind der erste Ansprechpartner gewesen, den wir eigentlich hatten. Weil wir ja wollten wissen, was mit dem Geld passiert, das wir hier einnehmen. Dass wir die Letzi Kids und die Academy unterstützen können. Der Marco ist in der Zwischenzeit in einer anderen Funktion und da möchte ich erstens gratulieren und zweitens gerade noch die erste Frage vielleicht anknüpfen. Marco, jetzt hast du den Sprung vom Juniorenfußball dürfen miterleben. Du bist letztes Jahr befördert worden. Du hast ein bisschen die grösseren Kinder bekommen. Was sind so deine ersten Eindrücke nach dem guten halben Jahr? Wie hast du das erlebt? Danke, Dani. Also nochmal herzlich willkommen hier in der Nähe vom Letzigrund. Ich kann nicht sagen, wie die Patrons, ihr seid ja schon drin. Aber willkommen zum ersten Meisterschaftsspiel dieser neuen Saison. Ja, ich habe es auch vor einem halben Jahr mal gesagt. Als ich das erste Mal vor die Mannschaft gestanden bin, habe ich das Gefühl, dass ich hier einfach für andere Kinder anstehe. Also es ist im Prinzip eine sehr jugendliche Mannschaft und von der Sinnung her auch noch sehr eng auf den Fußball fokussiert und noch nicht so erfahren, natürlich, wie ich es kann sein als 55-Jähriger. Logisch, da hat man andere Ansichten. Aber was ich jetzt in diesem halben Jahr erlebt habe, ist eine sehr intelligente Mannschaft, intelligente junge Männer, die auch bereit sind, ein bisschen an sich selber zu studieren, wie ihr Weg aussieht, wie ihre Karriere kann aussehen. Es gibt auch viele darunter, die auch an nach Karriere schon denken und sich weiterbilden wollen. Neben dem Fußball, natürlich primär auf dem Fußballplatz, ist klar, das ist ihr Job. Aber ich habe eine Mannschaft erlebt, die bereit ist, einen guten Weg zu gehen, die bereit ist, mit dem großen Meier zu arbeiten, der ganz verrückte Ideen hat. Und, letztendlich aber doch einen einfachen und zweckmässigen Fußballspieler hat oder eben auch mit einem Massimo Rizzo sehr eng bereit ist zu arbeiten, wo einen ganz ruhigen, sachlichen, zweckoptimierten Person ist. Das stimmt einfach. Also das Gefühl, das stimmt so jetzt, aber es stimmt auch, weil man gerade Erfolg hat, weil es auch gerade gut gelaufen ist, weil die Mannschaft gerade auch bestätigt bekommen hat, dass das Arbeiten sich lohnt und dass es auf den Platz kommt, ein guter Resultat. Wir haben ja die Situation noch nicht erlebt, wo es dann eben so eine Serie gibt, wo es dann nicht so gut läuft. Ja. Hast du Spieler jetzt gerade angesprochen? Wir haben 2-3 neue Spieler bekommen. Wie ist die Integration verlaufen? Also allen ersten auch wollen wir nicht diskutieren, der ist froh, dass er wieder da ist. Aber es hat ja noch 2 andere gegeben. Wie haben sich die können in das Mannschaftsgefühl integrieren? Zuerst zum Alain. Der Alain ist nicht nur froh, dass er wieder da ist, sondern wir sind auch froh, dass er wieder da ist. Er ist für uns eine ganz klare Verstärkung durch seine Persönlichkeit, durch seine äußerst professionelle Haltung. Und er ist gekommen, er ist der Chef in der Verteidigung und das tut uns gut. Das ist mal zum Alain. Dann der Frank Etundi war am Anfang ein bisschen zurückhaltend, ist sehr jung, 22, fremdsprachig natürlich, Fremdkultur der Schweiz, aber hat gut zurückgehalten und hat sich jetzt hervorragend in
Mannschaft im Zug. Das Angolendialekt verstehen wir schon da, oder? Ja, Französisch im Akzent. Ist jetzt leider muskulär ein bisschen angeschlagen, er wird nicht spielen heute. Das bedauern wir, es wäre toll gewesen, Frank gerade eine kleine Aktion zu sehen, aber wir haben noch sehr viele Spiele noch in den nächsten paar Wochen. Da werden wir heute provozieren. Und Ali Rikan, ja, das ist eigentlich eine coole Freude, den Mann hier bei uns zu haben. Auch neben dem Fußballplatz, er ist ein reifer junger Kerl. So jung auch nicht mehr, 25, aber er ist ein reifer, agiler, ist weltoffen, versucht schon Deutsch zu reden, hat schon einzelne Begriffe gelernt, die auf dem Platz wichtig sind, links, rechts, vorne, geh nach vorne, Achtung hinten und so weiter, das kennt er alles, was er wissen für auf dem Platz. Und auch sonst hat er gerade nach dem Sprachkurs erkundigt und ja, das ist genau so, wie man es mit Hand auf dem Platz tut, es ist sehr dynamischer. Agile Spieler und ich denke, kannst du noch etwas zur Aufstellung zeigen? Oder das, ja. Ja, wir haben ein kleines Problem, das ist der Anim vorne, hat mit dem Fuß ein kleines Problem seit dem Training gestern und jetzt tut er mal aufwärmen und sonst müssten wir allenfalls einen Wechsel machen. Verteidigung mit dem Raffi Koch mit dem Alain, also nicht der Berat, sondern der Raffi. Ich bin eine Überraschung im Moment, aber aufgrund von der Vorbereitung nicht so überraschend. Dann Loris und der Philipp auf den Außenverteidigerpositionen. Die zwei sind die Garantie, dass wir auch auf der Seite defensiv, auch gegen Führer sogar noch ein offensiv können akzentieren. Dann zwei Sechser im Prinzip. Avi Rikan mit dem Davide Giumento. Avi hat eine hervorragende Vorbereitung gemacht. Er ist auch als Person würde ich sagen, total angekommen jetzt in der Mannschaft. Seine Persönlichkeit können einbringen jetzt in dem Team. Er spielt jetzt in diesem Mittelfeld eine recht wichtige Rolle für uns. Dann Mario, hängen die Spitze oder 9,5 oder 10, wie man dann sagen will. Außen durch den Pedro, ebenfalls super Vorbereitung gemacht. Auch da, neuer Mensch plötzlich im Training auf dem Platz, einer, der redet, der plötzlich auch Deutsch kann. Hey, von gar nicht von der Mühle, dass er Deutsch kann. Kommt das Maul auf und die haben wieder Freude am Leben. Das ist eigentlich das Wichtigste. Marco Schönbecher auf der rechten Seite. Auch der Marco, wie man sagen, der hat eine Konstanz angelegt jetzt. Von Spiel zu Spiel ist nicht mehr schwankend, er ist konstant, stabil. Er kann seine Technik ausspielen, seine Schnelligkeit. Der Marco. Und dann vorne eben der Amin, der leicht Probleme hat mit dem Fuß. Wenn das nicht klappt mit dem Amin, wird Davide Mariani reinkommen und der Mentor mit Steins führen und der Mario geht in die Spitze. Das ist der Alternative. Der Marco kommt auch zu uns und er geht noch weiter. Darum müssen wir dann auch dementsprechend den Gumpen lassen. Ich würde es aber gerne einfach mal offen lassen, dass wir noch eine Frage, die ihr habt, vielleicht könnt ihr Marco stellen, wenn es irgendetwas Brennendes ist. Mir persönlich, nur zum FCZ, logischerweise. Patrons TV.